Großmacht im Norden Europas von Matthias Stelte. Die Gründung des schwedischen Königreiches geht zurück bis in das Jahr 1000. In dieser Zeit bildet sich aus den einzelnen Provinzen zunächst ein loser Bund. Erst ab der Mitte des 13. Jahrhunderts herrscht der König als Zentralmacht über das gesamte Land. In dieser Zeit profitiert Schweden, wie die anderen Länder und Städte im Norden Europas auch, vom blühenden Handel der mittelalterlichen Hansezeit. Blütezeit. Ein Mittelalterbild vergrößern. Im Jahr 1389 verliert das Land seine Unabhängigkeit. Durch geschickte Heiratspolitik und Erbschaften gelingt es der dänischen Königin Margrethe I., Schweden, Norwegen und Dänemark zur Kalmar-Union zu vereinen, unter dänischer Vorherrschaft. Allerdings fügen sich die Schweden nicht freiwillig in das Bündnis. Immer wieder kommt es zu Aufständen gegen die dänische Herrschaft, bis sich das Land schließlich 1521 unter der Führung des adligen Gustav Vasa aus der Union löst. Zwei Jahre später wird Gustav Vasa zum schwedischen König gewählt und begründet damit eine Dynastie, die bis ins 17. Jahrhundert regiert. Unter der Vasa-Herrschaft steigt Schweden zur Großmacht auf. Der gesamte Ostseehandel, das Baltikum, Teile Finnlands und Pommerns unterstehen der schwedischen Krone. Pommern profitiert von der schwedischen Herrschaft. Die Universität Greifswald, 1456 gegründet, erlebt eine Blütezeit und wird zu einem Wissenszentrum in Nordeuropa. Königsmord. Als Opernverlagebild vergrößern. Immer wieder führen die vorherrschenden Skandinavier Kriege mit Russland, Dänemark und Preußen, die Schweden schwächen und den Niedergang der Großmacht zur Folge haben. Nach dem Tod seines Vaters Adolf Frederik 1772 besteigt Gustav III. Den Thron und entmachtet in einem Putsch Adel am Reichstag. Der König regiert aufgeklärt absolutistisch, ähnlich wie sein Onkel Friedrich der Große in Preußen. Gustav III. Führt viele Reformen durch, so schafft er beispielsweise die Folter ab und reformiert die Landwirtschaft. Die Bauern profitieren davon und unterstützen die Politik des fortschrittlichen Herrschers. Adel dagegen sieht sich um seine Macht betrogen und verliert an Einfluss. Um ihn zurückzugewinnen, plant eine Gruppe Adliger ein Attentat. Am 16. März 1792 soll Gustav III. Nach ihrem Plan sterben. Der Hauptmann Johann Jakob Ankerström schießt während eines Maskenballs auf den König. Gustav III. Stirbt wenige Tage später an den Folgen der schweren Verletzung, der Attentäter wird im April des gleichen Jahres hingerichtet. Das Mordkomplott gegen den König dient Giuseppe Verdi später als Vorlage zu seiner Oper Ein Maskenball. Aus dem Tod Gustavs III. Endet auch die Linie der Vasa-Könige. Französischer Marschall wird König, will vergrößern. Nach ihm besteigt sein Onkel Karl der 13. den schwedischen Thron. Doch sein Sohn stirbt bei einem Reitunfall und so sucht der König nach einem neuen Kronprinzen. Die Wahl fällt auf einen französischen Marschall Napoleons, Jean-Baptiste Bernadotte. In Schweden nimmt der katholisch erzogene Bernadotte den protestantischen Glauben an und ändert seinen Namen in Kronprinz Karl Johann. Karl der 13. adoptiert den Franzosen 1810, der nach dessen Tod 1818 als Karl der 14. Johann zum schwedischen König gekrönt wird. Das Haus Bernadotte stellt bis heute die schwedischen Könige. Unter deren Herrschaft kann sich Schweden friedlich entwickeln. Während der Herrschaft von Oskar II., der als der majestätischste aller schwedischen Könige gilt, löst sich Norwegen 1905 aus der seit Jahrhunderten bestehenden Union mit Schweden. Zudem wird in den folgenden Jahren das Land immer weiter demokratisiert und das allgemeine Wahlrecht eingeführt. Änderung der Thronfolge unter Gustav II. Adolf, dem Großvater des jetzigen Königs, wird Anfang der 1970er Jahre eine weitreichende Änderung der Verfassung beschlossen. Seitdem hat der König nur noch repräsentative Aufgaben, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus.
und auch die Gleichberechtigung ist in das schwedische Königshaus eingezogen. 1980 wird das Thronfolgegesetz geändert und das gleiche Erbrecht für Männer und Frauen eingeführt. Damit wird Prinzessin Victoria, das erstgeborene Kind von Karl XVI. Mustafa und Silvia, zur Thronfolgerin vor ihrem jüngeren Bruder Karl Philipp und ihrer Schwester Madeleine.